Es wird hell, es haut dich auf dem Sitz, es wird Zeit für Mablitz. Und damit hoch zu einem neuen Part von Mablitz. So, es ist mal hell, als wenn ich das aufnehme. So, was ganz Besonderes. Ich nehme es gerade jetzt am Samstag auf, um 13.06 Uhr. Danke sehr für den Besuch heute. Das ist das Wochenende wieder. Die Sache ist nur die, dass der Besuch heute sich mit dem Drift, also erstmal so in der Stadt. Das heißt, dass ich quasi dann abends wieder, dass er besucht, halt abends wieder zu mir stößt und dass es dann auch so passt, ne? Aber gut, es geht jetzt in erster Linie um die letzte Woche und die Zukunft des Kanals, ne? Wir fangen an mit den Videos der letzten Woche. Es kamen ja nicht so viele Sachen. 3 Videos. Vollgas Best of Super Discard Tournament, da gab es Videos. Und ein der Bandera Best of. Genau. Diese Best of sind mir ein bisschen Dorn im Auge. Mir machen sie so ultra viel Spaß, sie zu schneiden. Und sie im Nachhinein sehen die auch so gut aus, muss man wirklich sagen. Sie sind sehr, sehr zeitaufwendig, was ein bisschen schade ist. Aber gut. Schauen wir mal. So. Dann haben wir. Was haben wir als nächstes? Genau, das Zukunftscard Tournament ist vorbei. Das Juni-Tournament. Es kommt noch ein Video, glaube ich, hoch. Online, das ist leider hoch. Aber es gibt keine Spiele mehr. Wir sind haben leider nicht so gut abgeschlossen, leider am Ende. Ein bisschen schade und da gab es auch noch ein paar Probleme im Team, aber das hat sich alles wieder geklärt, also alles gut noch. Aber naja. 11 Spiele, 14 Tore habe ich gemacht. Leider letzter Platz im Team, aber ich bin Platz 16 Platz von Platz 25, also 16 von 25, von der Torschützenliste. Also, ja, nicht so wirklich krass. Aber gut, ich ja, habe auch nicht alle Spiele gespielt. So ist es. Gut. Dann kommt jetzt ein Stream der letzten Woche. Da kam Vollgas Bundesliga Spieltag 4. Pokémon Platin, Randomizer Nuzlocke habe ich gestartet. Sehr, sehr cool. Ich versuche es jetzt einmal die Woche zu bringen. Es könnte eng werden nächste Woche, aber ich sag gleich warum. Der Bad Daylight habe ich auch gestreamt. Außerdem noch Super Discard, die Tournaments quasi. Und Rocket League, die Rocket League EM. Genau, also Vollgas Bundesliga kommt wieder ganz normal. Also da gibt es noch 2 Spieltage, dann sind wir damit fertig. Dann Pokémon Platin, Randomizer Nuzlocke. Sehr, sehr guter Start, muss ich wirklich sagen. Also wirklich, ich bin begeistert, wie gut es lief jetzt in der ersten Stream. Wir haben jetzt, sind jetzt in der ersten, also nicht ersten Stadt, aber in der ersten Arena-Stadt, also wo ist die erste Arena? Und da gehen wir wahrscheinlich im nächsten Stream in die Arena rein und machen die erste. Wird auf jeden Fall spannend. Wir haben echt coole Pokémon, muss ich wirklich sagen. Und es macht sehr viel Spaß. Wenn ihr Bock auf Pokémon habt, dann ja. Checkt's auf jeden Fall gerne ab. Genau, die Streams Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Gut. Dann der Bad Daylight, das ist das Event momentan. Das möchte ich, ja, das spiele ich momentan tatsächlich auch mit jemandem zusammen, so ein bisschen lokaler Multiplayer, mehr oder weniger. Weil, ja, jemand, den ich kenne, hat's auf der Switch und ich hab's auf PC und da kann man sehr, sehr gut damit spielen, also die andere Person spielt quasi auf meinem linken Bildschirm, da wo jetzt quasi mein Slops läuft. Und ich spiele auf meinem Hauptbildschirm. Und das ist echt ziemlich funny, muss man wirklich sagen, macht ultra viel Spaß. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Und so ist es. Tatsächlich ist es gar nicht so schlimm. Der Bedarf für die Switch, also klar, es sieht tatsächlich von der Grafik. Es ist... Ich habe es ja auf niedrig stehen, die Grafik in der Badella, ne? Aber selbst da sieht es immer noch besser aus als auf der Switch. Aber gut. Bisschen laggy ist es vor allem im Hauptmenü, aber ich finde, das ist noch in Ordnung. Beim Hauptmenü muss es ja nicht ganz plötzlich sein, solange es im Spiel nicht zu schlimm ist. Und tatsächlich war es nicht zu schlimm. Also ja. Ich finde es gar nicht so wild. Aber gut. Ja, dann bedanke ich mich bei Crystal. Thank you for your cheer. Danke an Asen für den Raid. Und Crusher auch für den Raid, vielen lieben Dank. Nächste Woche sieht es so aus, dass ich am Montag die Vollgas Bundesliga 5 streamen möchte. Wahrscheinlich 15 bis 20 Uhr, weiß ich noch nicht genau welche Zeit, aber ich denke mal. Am Dienstag eventuell Pokémon Platin, das kann ich noch nicht versichern. Weil ich da jetzt kurzfristig vom Handball einen Meeting-Termin quasi bekommen habe, dass es da eventuell sein wird. Ich habe da nicht so wirklich Lust, da jetzt
mir den Dienstag deswegen, also den Stream deswegen killen zu lassen, aber wir schauen aber mal. Der ist also fraglich, der Stream, aber dafür ist der Stream am Abend, also so 21 Uhr ungefähr. Rocket League EM, der ist fix, der sollte auf jeden Fall stattfinden. Ob er um 21 Uhr schon stattfindet, ist halt die Frage, ob das für ein Meeting sich überlappt. Sonst halt erst später, 21:30 oder 22 Uhr. Es sind aber eh nur zwei Spieler, ne? Ist halt die Frage. Wahrscheinlich werde ich da zwei Spieler spielen und danach noch ein bisschen DBD oder so, weil, keine Ahnung, für zwei Spiele, das sind vielleicht 10 Minuten Stream oder so. Das lohnt sich halt echt nicht. Aber gut. Dann am Mittwoch vielleicht Pokémon Schild fertig, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Am Abend eher nichts am Mittwoch, also da wird der Mittwoch wahrscheinlich leer bleiben. Und nicht so gern, tut mir leid. Dann am Donnerstag eventuell Pokémon Platin, wenn es am Dienstag nicht stattfinden kann, versuche ich es am Donnerstag zu machen. Wenn es auch nicht klappt, dann werde ich es wohl oder übelst wahrscheinlich einmal die Woche ausfallen lassen, also die eine Woche. Aber schauen wir aber mal. Aber am Donnerstag trotzdem sicher noch Rocket League EM und zwar das Finale der Rocket League EM. Und dann haben wir das Projekt auch abgeschlossen nächste Woche. Das heißt, dass wir dann mit Rocket League fertig sind. Und ja, denn das nächste Mal Rocket League wird wahrscheinlich dann im 24er sein, denke ich. Schauen wir mal. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kommentaren der letzten Folge. So, habe ich aber nur eine Frage gehabt. Liest du gern Mangas? Und die Antwort war, habe noch nie einen gelesen. Empfehle ich auf jeden Fall. Empfehle ich auf jeden Fall Mangas, finde ich besser als Animes tatsächlich. Weil, wenn du was nicht verstehst, kannst du zurückblättern. Du kannst dich einfach, du kannst mittendrin aufhören, was beim Ding nicht so cool ist, beim Anime. Und ja klar, man muss ein bisschen mehr machen als beim Anime. Beim Anime setzt man sich hin und lässt es auf sich wirken. Am Manga muss halt wirklich mit den Augen lesen und wirklich genau aufpassen ein bisschen. Aber du kannst ja immer wieder zurück. Also keine Ahnung, ich mache das Gefühl von Mangas tatsächlich sehr gerne. Vor allem kann man es ungefähr so sagen, dass ein Chapter, also ein Kapitel in einem Manga, pro Manga sind ungefähr, also pro Band sind wahrscheinlich 4 Chapter oder 4 Kapitel. Und für in jedem Kapitel, also ein Kapitel, 1 bis 2 Kapitel ist quasi eine Folge vom Anime. Das heißt, dass in einem Manga so 2 bis 4 Folgen drin sind, was echt ziemlich cool ist. Genau. So ist das. Gut, da kommt zu Zahlen. Abo auf YouTube haben wir ein Abo dazu bekommen. Views gehen weiterhin runter. Wiedergabezeit auch und Umsatz auch minimal. Genau. Twitch-Follower haben wir einen dazu bekommen. Die Subs sind weiterhin bei 8, aber ziemlich cool. 8 Subs, freut mich sehr. Und Views haben wir 29 dazu bekommen. Sehr, sehr wenig. Also, ja, bin nicht so begeistert davon, aber gut. Schauen wir mal, vielleicht wird's. Es waren tatsächlich wenige. Aber dafür lange. Also die Leute, die zugeschaut haben, waren lange dort. Oder haben zugeschaut lange. Und das war echt ziemlich cool. Genau. Dann, wo sind wir noch? Genau hier. Bei Musik. Und zwar lege ich euch die EP Nightly Thoughts Remix ans Herz. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Beziehungsweise in den Kommentaren werde ich es verlinken. Und ja. Ich schreibe mal kurz noch rein. Damit ich es vergesse. Hört auf jeden Fall mal an. Ich habe Bett, warum ich die empfehle. Also, weil ich es cool finde. Mir gefällt sie gut. Und zweitens. Ich dachte, ich habe was gehört. Und zweitens, weil ich auch geholfen habe. Vor allem bei den Canvas, das sind ja quasi diese Videos, laufen, wenn man das aktiviert bei Spotify, wenn ein Lied läuft. Genau, da habe ich bei einigen mitgeholfen, auch gefilmt und so weiter und so fort. Das heißt, dass, ja, könnt ihr euch gerne anschauen und auch gerne die Lieder hören. Und ja, würde mich sehr freuen, die Musik ist die Originallieder sind von meinem Bro und die Remixe halt von seinem Kollegen. Genau, soweit, so gut, ne? Dann kommen wir zum Hauptthema des Videos wahrscheinlich, und zwar, warum das Video so heißt. Dead by Boycott. Was ist das erstmal? Dead by Boycott ist eine Aktion der Dead by Daylight Community, Dead by Daylight zu boykottieren, aber nicht komplett zu boykottieren. Das heißt, man darf ganz normal spielen, jedoch soll man 3 Monate lang keinen Cent für Dead by Daylight ausgeben.
Und ich sag auch mal, dass ich... Das ist ein Pikmin-Lied, okay, der singt jetzt irgendwas. Kann man das vielleicht skippen? Okay, egal, ich rede aber drüber, ich glaube, das ist in Ordnung. Wie auch immer. Auf jeden Fall, genau, die Boykott-Aktion ist so, dass man 3 Monate keinen Cent, also absolut gar kein Geld ausgibt für Dapper Daylight. Aus dem Grund, weil Dapper Daylight momentan wirklich nicht gut läuft, die sehr, sehr viele Bugs, immer mehr Bugs kriegen und wir als Dapper Daylight Community wollen nicht, dass die ganze Zeit neue Chapter rauskommen, neue Killer, neue Server auf laufendem Band und dadurch auch laufende, die ganze Zeit neue Bugs dazu kommen. Wir wollen einfach, dass das Spiel jetzt wirklich gescheit läuft, sowohl auf PC als auch auf den Konsolen. Und dann könnte man ja wieder weitermachen mit den neuen Killern, Survivern und so weiter und so fort. Aber ja, das ist halt momentan noch in Reichweite, dass das Spiel mal wirklich richtig gut läuft. Es gibt immer neue Bugs und ja, also wir sind langsam leid als der Community. Und ich mache mit, das heißt, ich werde bis zum 1.10., also 1. Oktober, werde ich nichts mehr in-game ausgeben für Dapper Daylight. Das heißt, ja, ich wollte mir eigentlich noch die Cheryl kaufen, quasi diese Lisa und diese andere noch, diese beiden Skins, einmal Krankenschwestern, einmal Polizistin. Die werde ich wahrscheinlich erst danach kaufen, wenn überhaupt. Und ich hoffe, dieser Dapper Boykott, der hilft was. Weil ich hoffe, dass der Dapper noch besser wird. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal was davon gehört habt, von diesem Boykott. Und ob ihr mitmacht. Ich meine, jeder, der kein Geld in-game ausgibt, macht so gesehen auch schon mit. Also auf ganz entspannter Basis. Genau. Dann der 24er-Stunden-Stream ist jetzt fest für den 17.07. geplant. Habe ich auch schon auf dem Discord angesprochen, aber wenn ihr noch Bescheid wisst, am 17.07. ist es soweit. Da streame ich 24 Stunden lang von 14 Uhr bis zum 18.07. um 14 Uhr. Genau. Da kann man auch noch zu sagen, dass ich so machen werde, dass jeder Sub, der besteht oder neu dazukommt, darf sich aussuchen, was in einer halben Stunde gespielt wird. Also ich werde im Stream nichts dranhängen wahrscheinlich, sondern ich werde mir keinen Plan machen, sondern alles recht offen halten. Ich werde so die ersten Spiele so ungefähr planen. Und dann werde ich sagen, okay, ich mache so ein paar Games quasi. Und wenn jemand zappt oder so, kann sich quasi ein Spiel aussuchen, welches ich dann für 30 Minuten spielen werde. Genau. Ich meine, bei 40 Stunden haben wir 48 Möglichkeiten dafür, also das sollte schon passen. Wenn es so viele Subs geben würde, dass ich länger streamen muss, dann würde ich es auch machen. Aber ich gehe mal ehrlich gesagt nicht davon aus, wenn ich realistisch bleibe. Gut, außerdem habe ich mir Outlast 2 gekauft für 2,99 €, das war runtergesetzt und ich hatte noch einen anderen Sale und so ganz viel Zeug. Und genau, 2,99 € für Outlast 2, ich wollte es mir eigentlich erst nicht holen, aber gut, ihr wisst ja, im September... War das September? Ich glaube September, ja. Möchte ich Outlast 1 streamen. Wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres. Und dann im Januar kommt dann wahrscheinlich, also will ich dann Resident Evil 7 spielen. Also haben wir da ein bisschen Horror auf jeden Fall was abgedeckt am Ende des Jahres. In den kalten Jahreszeiten sind Horrorspiele eigentlich immer noch am besten, finde ich. Genau. Dann außerdem habe ich eine Frage an euch. Kennt ihr Waterdrop? Das bitte kein Placement werden, ich kriege auch keinen Sinn dafür. Aber kennt ihr Waterdrop? Das sind solche Flaschen, ich kann euch die mal zeigen. Ziemlich cool, ich mag die, weil ich liebe grün. Das sind solche Glasflaschen. Also ist es hier sehr... Ja, ist es hier Glasflaschen ohne Plastik und Wasser. Wie Wasser. Und es gibt dazu diese Teile hier. Da, warte, ich kann euch mal zeigen, ne? Jetzt mehr der Geschmäcker. Ich habe gerade dieses Probepack und da kann man hier quasi diese Teile hier öffnen und reintun und dann schmeckt das ganze Wasser, das sind 600 ml, und wenn man davon 4 am Tag trinkt oder 3 am Tag trinkt, dann hat man eigentlich schon so gut wie alles getrunken. Ich meine so die zwischen 2 Liter und 2,8 Liter oder so soll man trinken. Das kommt natürlich auch das Körpergewicht an und so weiter, aber ich find's sehr, sehr cool. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal was von Waterdrop gehört habt. Oder ob das für euch Neuland ist. Ist tatsächlich so, dass es keinen Zucker hat und ja, ich find's ganz nice. Man spart sich halt auch ein bisschen was, weil man kann entweder sich das mischen, das kostet halt was, oder man trinkt halt immer Wasser draus. Und das hat so einen Schraubverschluss, was ziemlich cool ist. Taugt mir sehr. Also ich find's wirklich sehr, sehr cool. Mag ich.
Genau. Könnt ihr mal kommentieren, schauen, ob ihr sowas kennt. Mal gesehen habt. Oder, ja, ob ihr jemanden kennt, der es hat. Aber gut. So. In diesen Stülpi noch reinschauen. Bleibt das schön kühl, was sehr, sehr cool ist. So. Bleibt es immer recht kühl drin, weil das halt so ein bestimmter Stoff ist. Finde ich ganz nett. Gut. Dann, was ich nochmal Werbung machen kann, ja, let's go, ist, ich habe Post bekommen vom sehr, sehr guten Görg Shop. Und zwar habe ich jetzt hier das, den Görke Hoodie. Sehr, sehr cool. Ich werde auf jeden Fall demnächst ein paar Mal anziehen. Also häufig anziehen, sicher. Er ist halt jetzt noch frisch, riecht nach Essig, wie es halt bei den gut produzierten Sachen oftmals ist. Das heißt, dass ich da eben, wahrscheinlich erstmal in die Waschmaschine mit dem Teil muss. Also ich gehe nicht in die Waschmaschine, aber der Hoodie. Und da wird er gewaschen und dann schauen wir aber mal, würde ich sagen. Und ihr könnt, also ich werde den Link euch auch nochmal in die Beschreibung packen. Und ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie findet ihr diesen Hoodie. Und so ist das. Gut, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich bin heute Abend auf einer kleinen Geburtstagsfeier. Und sonst, ja, was ist eigentlich, beziehungsweise war ich gestern, weil ich jetzt dieses Video ja am Sonntag hochlade und ich am Samstag aufnehme, so halt. Genau. Also ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag auf jeden Fall und wir sehen uns dann in einem der Streams auf Twitch auf jeden Fall. Und ich sage danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zickerfreak. Genau. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das müsste passen. Genau. Dann danke fürs Anschauen. Ciao, euer Zickerfreak. Tschüss. Thank you.